Jetzt muss ich mal gucken. Ich bekomme da so Lust mitzumachen. Ja. Ja, und da waren auch schon ganz, also es waren ganz gezielte Patterns, wirklich hörbar und wahrnehmbar, dass da wirklich so ein auch gezielteres Spiel beginnt. Oder wie du eben gesagt hast, ist mit dieser Band. Also das ist im Grunde verschiedene Ebenen, verschiedene Bandmitglieder gibt, die alle gemeinsam was zu machen, gemeinsam etwas musizieren. Einmal ist das eine im Vordergrund, einmal ist das andere im Vordergrund. Dann gibt es auch mal Momente, die eher so, wo es so ein bisschen abflacht und wieder Schwung holt und dann gibt es wieder andere. Dann kommt mal ein Kind, was im Vordergrund, was ein Solo singt oder tanzt. Oder tanzt, genau. Und einfach, genau, dann plötzlich aufsteht und plötzlich sein Bewegungssolo macht. Ja. Und finde ich, macht auch was, denke ich, mit dem Selbstbewusstsein der Kinder. Mhm. Also ich traue mich jetzt hier so ein kleines Solo zu bringen vor der Gruppe. Und das, was die Kinder machen in dem Moment, das ist eigentlich vergleichbar mit einer Geschichte erzählen. Das ist also wie, als würden sie musikalisch eine Geschichte erzählen. Und je mehr Geschichten Kinder erzählt haben und für sich ausprobiert haben, umso unkomplizierter können sie das natürlich auch. Und das ist eigentlich beim Musizieren genauso, dass sie musikalisch ganz viel erzählen. Und je mehr wir musikalisch frei erzählen dürfen, umso mehr musikalische Erfahrung haben wir und können auch im späteren Leben vielfältige musikalische Geschichten erzählen. Und das, darum geht es eben auch, so dieses Sammeln von möglichst vielen musikalischen Liedern, die dann eine Art von Geschichte sind. Und wenn wir damit spielerisch umgehen, ist es im Grunde ein Hinführen ans Selbsterzählen und Selbstgestalten. Und das ist dann eben auch, sind die ersten Schritte des Improvisierens in der Musik.